So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück mit dem zweiten Teil, und zwar dem American Ferrari F430 Challenge Cup. Jo, auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Los geht's. Nach Platz 3 in der europäischen Fassung waren wir jetzt in Amerika mit Indianapolis und San Francisco. Hier nochmal einen Schritt nach vorne machen. Schauen wir mal. Ferrari, also Teamkollege noch 2, das ist immer gut. Hallo Indianapolis. Kristen, fällt dir noch was ein, bevor es losgeht? Wir sind nicht zum ersten Mal hier, Alex, und einige der Fahrer auch nicht. Ein paar haben hier schon super Zeiten abgeliefert, also könnten wir heute etwas Außergewöhnliches erleben. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird das für ein Rennen werden? Schauen wir mal, ne? Hoffentlich ein erfolgreiches. Platz 14 ist der nächste. Geht's los, auf jeden Fall mal schauen, was wir kriegen. Boah. Die war. Darf. Ich will nur da irgendwo durch, aber die machen mir die Lücke nicht auf. Sind nur 2 Runden. So, versuchen wir mal ein bisschen Gas zu geben. Die eine möchte. Ja. Ich wusste aber, weil die einfach mal so rausgezogen. Ja, der lässt es sich ziehen. Ich komme nicht. Ach man, wieso der komplette Drehung? Dankeschön fürs Wegschießen, ey. Wieder der gleiche. Der hat mich immer. Ich glaube, der hat mich immer schon im Rennen weggehauen. Ja, klar ist das die letzte Runde. Aber es kann nicht sein, wenn wieder so ein Rennen vorne verkacken. Nur noch eine Runde, um ins Rennen reinzukommen. Ja, die meinte euch 4 zu 4 bekämpfen zu müssen. Schon wieder? Ach, das ist doch nicht wahr. Wieso schmeißt sie mir eigentlich immer die Tür so zu? Meistens die nicht derjenige, der sich wegdreht. Ich hab doch gar nichts getan! Und wieder dreh ich mich. Ja, ist egal, da wird halt wieder Platz 16 zum Auftakt. Immer diese Scheiß weg, dieses Wegdrehen. Na, herzlichen Glückwunsch, das habt ihr ja gut gemacht. Und damit kommt er auch noch durch, ey. Zum Kotzen gerade. Jedes Mal das erste Rennen, was ich mir versaue, weil die mich wegdrehen und ich komme und damit auch noch durchkomme. So ein gutes Rennen und so eine Scheiße am Ende.
Jo. Na gut, dann müssen wir es halt irgendwie wieder am zweiten Rennen richten. Entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich. Oh Gott, ey. San Francisco. Aber gerade auf einer Strecke, wo ich gedacht habe, Indianapolis, die liegt mir, die Strecke. Oh, verschwinde doch mal. Mein Gott, Alter! Ja, eine Kollision, weil die nicht fahren können, die Idioten. Das ist ja verkackt, wenn ich sie renne. Also nicht die ganze Zeit. Ach, da kommt noch einer da, den muss man ganz schnell wegschießen. Ich würde die Dinger Haus auch gewinnen normalerweise, aber das. Dann kriegst du dann auf die Fresse, weil du dein Letzter bist. Ja, okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Ja, da wird jemand nicht wütend so glücklich sein. Kommt schon, ey. Der stand quer im Weg, ich konnte nichts machen im Auto. So, wie soll ich doch jemand anders, auch nicht immer nur mich. Also, wir müssen mal wieder auf 9. Das ist die letzte Runde. Lass uns etwas an Boden gut machen. Ja, zumindest einen Platz haben wir gewonnen, bin ich so weit rausgekommen. So, zumindest jetzt erstmal in Führung. Müssen wir das Ding ja versuchen zu rocken, ne? Das kann nicht sein, ey. Die Gesamtsiege, die können wir momentan abspringen. Warum so die ersten Rennen weggeschossen werden, so verkacken momentan. Naja. So, Rennnummer 2 geht dann erneut an uns, genau wie schon in Europa. Aber ich glaube, auch das dürfte wieder nicht für den Gesamtsieg reichen. Ne, dürfte es nicht. Dritter. Ja, es ist das Rennen.
Gut, dann haben wir das auch durch. So, wieder nur Dritter. Ich krieg's gerade nicht geschissen, vernünftig mal nach vorne zu fahren. Aber wie gesagt, wenn man jedes Mal im ersten Rennweg so weggeschossen wird. Puh, ja, ich hab sowas in Asien noch einmal.